Meine sehr geehrten Damen und Herren, wie viele Arten von Pilzen gibt es auf der Erde? Bis heute sind rund 100.000 verschiedene Pilzarten weltweit bekannt, aber es gibt sicherlich erheblich mehr. Jede Expedition, die in die Tropen aufbricht, entdeckt neue Arten. Und Pilzforscher sind der Meinung, dass es wahrscheinlich insgesamt über 1,5 Millionen Pilzarten auf der Erde gibt. Auch wir in Mitteleuropa kennen sehr viele Pilze, haben ein großes Spektrum, an die 3.000 Großpilzarten gedeihen bei uns und sie wachsen Jahr aus, Jahr ein. Man kann sie fast immer finden, wenn sie natürlich auch im Herbst und im Spätsommer besonders da sind, weil sie gute klimatische Bedingungen haben. So lassen Sie uns heute aufbrechen in dieses vielfältige Universum der Pilze, das aus vielerlei Gründen bis heute noch immer geheimnisvoll und unerforscht ist. Eine alte sibirische Legende erzählt, Pilze sind die Kinder des Waldes. Und tatsächlich gelten rund 70% der heimischen Pilzarten als reine Waldbewohner. Seit 400 Millionen Jahren existieren Pilze in kaum zu übertreffender Farb- und Formenvielfalt. Und sie haben sich alle Kontinente erobert. Doch wie bizarr sie auch immer aussehen mögen, was man im Volksmund mit Schwammerl bezeichnet, sind nichts anderes als Fruchtkörper. Denn der wirkliche Pilz lebt im Verborgenen, unter Falllaub, im morschen Holz oder direkt im Boden. Das Wesen Pilz besteht aus zahllosen, dünnsten Fäden und Strängen. Auf den ersten Blick glaubt man, Spinnweben vor sich zu haben. Die Wissenschaft bezeichnet dieses ständig wachsende, farblose Geflecht als Myzel. Der Pilz selbst bleibt zeitlebens im Verborgenen. Nur seine Fruchtkörper entsendet er in den meisten Fällen an die Oberfläche. Das Wachstum von Pilzen und Pflanzen scheint sich auf den ersten Blick zu gleichen. Doch es gibt gravierende Unterschiede. Nur die Pflanzen können aus dem Sonnenlicht Energie gewinnen, da sie Blattgrün, das Chlorophyll, produzieren. Pilzen fehlt diese Grünstoffbildung, darum zählen sie auch nicht zur Pflanzenverwandtschaft. In gewisser Weise finden sich Gemeinsamkeiten mit Insekten. Dass etwa dieser Hirschkäfer eine robuste Panzerung besitzt, verdankt er dem sogenannten Chitin, ein Stoff, der aber nicht nur den Körper von Insekten stützt, sondern auch Pilzen Festigkeit, Form und unterschiedliche Struktur verleiht. Pilze sind weder Tiere noch Pflanzen, aber leicht verletzliche, feuchtigkeitsspeichernde Geschöpfe. Sie bilden im Naturhaushalt ein eigenes Reich, stehen für schnelle Reproduktion, aber auch rasante Vergänglichkeit. Uralt ist die Beziehung Pilz und Mensch. Die Anfänge sind längst im Staub der Geschichte versunken. Eine frühe Spur führt in die Wüste Ägyptens. Südlich der großen Pyramiden, in der Tempelanlage von Karnak,
ließ der Pharao Thutmosis III. Um 1450 vor Christus Motive seiner Feldzüge darstellen, die ihn bis nach Kleinasien führten. Auch die Fauna und Flora wurde abgebildet. Unter anderem ein Pilz. Wahrscheinlich die älteste Darstellung weltweit. Manche Pilze waren schon in der Antike hoch begehrt. Darunter eine Art, die auch in Österreich, etwa in der Steiermark, vorkommt. Es ist der sogenannte Kaiserling. Eine wärmeliebende und darum bei uns seltene Spezies, die bevorzugt in Eichen- und Edelkastanienwäldern wächst. Ihre Hüte können bis zu 20 cm Durchmesser erreichen. Besonders die römischen Kaiser schätzten den nach ihnen benannten Kaiserling sehr. Das gemeine Volk hatte einen Fund sofort der Obrigkeit zu melden, denn die Pilze waren nur für die Tafel der gekrönten Häupter bestimmt. Wer im alten Rom Kaiserlinge für den privaten Verzehr abzweigte, ging ein großes Wagnis ein. Dieses Vergehen konnte sogar mit dem Tode bestraft werden. Pilze kann man zu allen Jahreszeiten finden und manche behalten sogar unter Schnee und Eis ihre leuchtende Farbe, wie etwa der zinnoberrote Kelchbecherling. Auch wenn der Wind manchmal noch Schneeflocken treibt, die Saison der Speisepilze beginnt schon im März. Die gemeine Speisemorchel wächst im Frühjahr in lichten Misch- oder Auwäldern. Unter Pilzgourmets gilt sie als besonderer Leckerbissen. Versteckt im frischen Grün findet sich auch die verwandte Käppchenmorchel. Erinnert der Hut allerdings an eine gehirnähnliche Struktur, ist äußerste Vorsicht geboten. Die Frühjahrslorchel ist der giftige Doppelgänger, der zur gleichen Zeit fast ausschließlich in Kiefernwäldern wächst. Bei genauer Betrachtung sind die gehirnartigen Windungen des Hutes deutlich zu erkennen. Soll die giftige Frühjahrslorchel zum Pilzgericht werden, droht eine lebensgefährliche Vergiftung. Wer sie mitnimmt, legt sich vielleicht den Tod in den Sammelkorb. In Stiften und Klöstern wird das Wissen der Jahrhunderte über naturgeschichtliche Vorgänge gehortet. So auch im Stift Admont in der Steiermark. In der prunkvollen Klosterbibliothek lagern an die 80.000 Bände aus 5 Jahrhunderten. Bereits im 18. Jahrhundert war man über das Aussehen der unterschiedlichen Pilzarten und deren Vorkommen relativ gut informiert. Detailgenaue Naturstudien gerieten zu kleinen Kunstwerken. Jahrhundertelang galt vor allem den essbaren Speisepilzen das Hauptaugenmerk. Darum wusste man zum Beispiel schon früh über die wohlschmeckenden Eierschwammerln Bescheid und dass sie sowohl im Laub wie im Nadelwald vorkommen können. In steirischen Wäldern sind sie besonders häufig anzutreffen. Noch heute zählt das Eierschwammerl neben dem Steinpilz und dem Parasol im Volkswissen zu den bekanntesten Arten. Während der Sommer- und Herbstsaison erfreuen sich die eiergelben Pilze auf den Märkten besonderer Beliebtheit.
Auch Steinpilze sind stets begehrt, aber wie Eierschwammerl gelten sie bis heute als unzüchtbar. Neben dem Kauf ist nach wie vor das selbstständige Schwammerlsuchen im Wald der einzige Weg, um an prächtige Steinpilze zu kommen. Exemplare mit samtiger, trockener Hutoberfläche werden von den Mykologen, den Pilzwissenschaftlern, als sogenannte Sommer- oder Eichensteinpilze bezeichnet. In entsprechenden Gebieten kann man sie oft schon im Mai finden. Charakteristisch für den Sommersteinpilz ist, dass er in Laubwäldern vorkommt, besonders häufig in reinen Eichenbeständen. Seit mehreren Jahrzehnten ist bewiesen, dass zwischen bestimmten Baumarten und Pilzen eine lebensnotwendige Abhängigkeit besteht. Diese enge Bindung an gewisse Mutterbäume ist aber nicht auf Laubbaumgesellschaften beschränkt. Sie wurde ebenso im reinen Nadelwald nachgewiesen. Die glatte, manchmal etwas feuchte Hutoberfläche zeichnet den Fichtensteinpilz aus. Wie schon sein Name besagt, lebt er in Partnerschaft mit Nadelbäumen. Die Fruchtkörper findet man etwa ab Juli. Dass man zum Beispiel Steinpilze bis heute nicht züchten kann, liegt an dieser komplizierten Lebensgemeinschaft mit bestimmten Baumarten. An der Oberfläche ist die enge Bindung nur zu erahnen. Der Pilz selbst sitzt, wie immer, im Untergrund. Und im Fall des Steinpilzes umwächst er das feine Wurzelgeflecht seines Mutterbaumes. Man nennt dies Mykorrhiza, zu Deutsch umwachsene Wurzel. Es ist eine positive Symbiose, aus der auch der Baum Nutzen zieht. Trotz intensiver Forschung ist es bis heute nicht gelungen, Steinpilze unter künstlichen Bedingungen zu züchten. Sie bleiben Kinder des Waldes. In vielfacher Hinsicht ist jedes Pilzwesen geheimnisvoll. Alleine die innere Uhr gibt Rätsel auf. So beginnt etwa die Stinkmorchel ihr Dasein als sogenanntes Hexenei. Plötzlich beginnen sich Kräfte zu regen und bringen eine seltsame Gestalt ans Licht. Der eigenwillige Fruchtkörper der Stinkmorchel kann an die 20 cm lang werden und lockt Fliegen in Massen an, da er einen aasartigen Geruch verströmt. In unseren Wäldern gibt es aber auch Kreaturen, die wahrhaftig mehr an ein Alien als an einen Pilz erinnern. Vier bis sechs krakenähnliche Arme quellen beim Geburtsvorgang aus der eiartigen Umhüllung. Ursprünglich in Australien heimisch, wurde der bizarre Tintenfischpilz 1913 in Europa eingeschleppt. Heute ist er auch in Österreich verbreitet. Wächst ein Pilzgeflecht gleichmäßig nach allen Richtungen, bilden die Fruchtkörper die Randbegrenzung, auch Hexenring genannt. Der auffällige Fliegenpilz steht sehr oft dicht an dicht und gilt wohl als bekanntester Pilz überhaupt. Sein markantes Aussehen machte ihn zu allen Zeiten unverkennbar und auch sagenumwoben. Um seine Giftigkeit wusste man wohl bereits vor Jahrtausenden, mit Sicherheit aber im finsteren Mittelalter.
In geheimen Kammern experimentierten Alchemisten und Zauberer. Aus Salamander und Schlangen gewann man geheimnisvolle Essenzen und bei so mancher Mixtur durfte auch der Fliegenpilz nicht fehlen. Das Fliegenpilzgift verursacht Sinnestäuschungen und Wahnvorstellungen. Unter anderem wurde es als Rauschmittel verwendet. In größeren Mengen kann es aber lebensgefährlich wirken. Die Dosis macht, wie so oft, das Gift. Doch noch im 19. Jahrhundert holte man sich Fliegenpilze nach Hause, vor allem die bäuerliche Bevölkerung. Mehrere Exemplare wurden roh zerteilt und geschnitten. Dann fügte man Milch hinzu, wodurch sich das Gift, das sogenannte Muskarin, herauslöste. Der ländliche Fliegenfänger war fertig. Kamen die kleinen Plagegeister zum Trunk, starben sie wie die Fliegen. Der orangefuchsige Raukopf besitzt im Gegensatz zum Fliegenpilz keine auffälligen Merkmale. Somit steigt aber die Verwechslungsgefahr mit manchen Speisepilzen und das hat fast immer dramatische Folgen. Der orangefuchsige Raukopf gilt als tödlich giftig. ...1957 schlugen die polnischen Zeitungen Alarm. Durch ein Massenauftreten des Pilzes kam es auch zu mehr Verwechslungen beim Sammeln. Binnen Kürze waren 19 Todesfälle zu beklagen, verursacht durch einen kleinen, unscheinbaren Waldbewohner. Ja, meine Damen und Herren, von den rund 3000 Großpilzarten, die es in Mitteleuropa gibt, gelten nur etwa 300 als genießbare Speisepilze. Der Rest ist ungenießbar, ist giftverdächtig, ist giftig, ja sogar tödlich giftig. Zum Glück gibt es bei uns nur etwa 10 wirklich tödlich giftige Pilzarten. Aber sie können überall wachsen und daher, wenn Sie einen Pilz nicht sehr genau kennen, nicht selbst bestimmen können, dann lassen Sie ihn bitte stehen. Wenn Sie unsicher sind, dann wenden Sie sich an eine der zahlreichen Pilzberatungsstellen oder an die Fachleute der mykologischen Vereinigungen. Und wie gesagt, Giftpilze gibt es fast überall. Während ich hier gehe, sehe ich schon einen, der wahrscheinlich giftig ist. Ja, das ist ein Stinktäubling. Nomen est omen. Im Übrigen, Giftpilze, die haben so in sich. Manche Pilze sind durchaus genießbar, aber man darf bestimmte Getränke nicht dazu trinken, zum Beispiel Alkohol. Da kann es gefährliche Komplikationen geben. Schon im Mai wachsen, bevorzugt in Laubwäldern, der Falten- und der Glimmertintling. Beide Arten sind von fragilem Äußeren und rasch vergänglich. Pilzkenner sammeln sie nur im Jugendstadium. Die Zubereitung von relativ kleinen Tintlingen ist mühsam, doch Pilzgourmets nehmen dies gerne in Kauf. Die kleinen Arten reichen meist nicht für eine Hauptmahlzeit, doch als Geschmacksträger sind sie in jedem Pilzgericht heiß begehrt. Ist die Suppe bereit zum Anrichten, ist über die Verträglichkeit des Mahls noch keineswegs entschieden. Der ausschlaggebende Punkt ist nicht die Speise selbst, sondern ob dazu Alkohol genossen wird. Eine bestimmte Substanz, die in Falten- und Glimmertintlingen enthalten ist, löst nur im Zusammenspiel mit Alkohol Vergiftungserscheinungen aus. Schon nach kurzer Zeit kann es zu Schweißausbruch, Hautrötungen und Atemnot kommen. Lebensgefahr besteht selten. Ohne Alkohol bleibt die Tintlingsmahlzeit aber gänzlich ohne Risiko. Auch inmitten von Großstädten können sich hochwertige Naturressourcen befinden. Großzügige Parkanlagen. Und die sind nicht nur Lebensraum für Menschen.
Pilze sammeln inmitten der Großstadt ist durchaus möglich. So kommt etwa der wohlschmeckende Mai-Ritterling im Frühjahr durchaus häufig in Parkanlagen vor. Wasser ist in den meisten Fällen der Schlüssel dafür, dass in Grünoasen Pilze mit besonderer Regelmäßigkeit sprießen. Wie ein nicht versiegender Jungbrunnen fördert die ständige Feuchtigkeit das Wachstum der unterschiedlichsten Arten. Und das betrifft nicht nur den genießbaren Mai-Ritterling. Der ziegelrote Risspilz sorgt für Verwechslungsgefahr, denn auch er ist längst in Großstadtparks heimisch. Der eingerissene Hut ist eines seiner Erkennungsmerkmale. Doch es empfiehlt sich, über alle Pilzarten, das Studium kompetenter Fachliteratur. Denn bereits hinter der nächsten Parkbank kann jeder Pilzesammler mit der Rätselfrage giftig oder ungiftig konfrontiert werden. Wer den ziegelroten Risspilz für genießbar hält, begibt sich in Lebensgefahr. Bereits 50 Gramm können lebensgefährlich sein, denn es ist das Fliegenpilzgift Muscarin im Spiel. Nur diesmal in einer etwas anderen Konzentration. Im ziegelroten Risspilz kann die bis zu 200-fache Dosis eines Fliegenpilzes stecken. Und 50 Gramm, das sind nur wenige Exemplare. In den heimischen Wäldern findet sich auch der giftigste Pilz Europas. Es handelt sich um den grünen Knollenblätterpilz. Sein Aussehen und seine Färbung sind keineswegs immer gleich. Unter dem Hut befindet sich meist ein häutiger Ring. Eine knollige Hülle an der Stielbasis gilt jedoch als sicherstes Erkennungsmerkmal. Je nach Alter variiert die Gesamterscheinungsform des grünen Knollenblätterpilzes. Auch seine Wuchsorte sind verschiedentlich und reichen von Laub bis Nadelwälder. Sein uneinheitliches Aussehen führt immer wieder zu Verwechslungen mit anderen Arten, etwa jungen Täublingen. Im frühen Wuchsalter sind auch sie nicht leicht zu bestimmen. Ältere Knollenblätterpilze können vor allem farblich mit dem grünen Speisetäubling verwechselt werden. Und dieser wird noch dazu besonders gerne gesammelt. Wer nicht zu einer eindeutigen Bestimmung in der Lage ist, sollte jeden Pilz mit knolliger Umhüllung am Stielende unbedingt meiden. Bereits kleinste Mengen des grünen Knollenblätterpilzes können schwerste Vergiftungen zur Folge haben. Schon 11 Gramm reichen aus, um einen erwachsenen Menschen zu töten. Die in allen Teilen enthaltenen Gifte sind unglaublich widerstandsfähig. Sogar das Kochen in siedendem Wasser kann die giftigen Stoffe nicht zerstören. Auch das Trocknen vermindert in keinem Fall die Gefährlichkeit. Trotz Feuchtigkeitsverlust bleibt das Gift im Pilz erhalten. Diese Unzerstörbarkeit gilt letztlich auch für das Tieffrieren. Sind tatsächlich Knollenblätterpilze in die Mahlzeit geraten, besteht für alle Beteiligten akute Lebensgefahr. Heimtückischerweise vergehen 8 bis 10 Stunden, ehe die Vergiftung erste Symptome zeigt. Übelkeit, Erbrechen, Durchfälle sind die ersten Anzeichen.
und sollten als Warnhinweise absolut ernst genommen werden. Muss immer wieder die Toilette aufgesucht werden, gilt es, keine weitere Zeit mehr zu verschenken. Nun zählt jede Minute. Der Verlauf einer Knollenblätterpilzvergiftung hängt davon ab, wie schwer innere Organe geschädigt sind, hauptsächlich die Leber. Leberschäden sind sehr gefährlich. 90% aller tödlichen Pilzvergiftungen gehen auf das Konto des grünen Knollenblätterpilzes. Die Geburtsstunde von Pilzen beginnt mit feinstem Staub, ihren Sporen. Fallen sie auf geeignete Untergründe, beginnen sie zu keimen und zu wachsen. Oft genügt die geringste Erschütterung, um die nur 10.000stel Millimeter kleinen Pilzsporen in die Luft zu wirbeln. Reife Pilze sind Fruchtbomben, die ihren Nachwuchs milliardenfach verbreiten. Manche Sporen keimen besonders gut auf Nahrungsmitteln, die der Schimmelpilze etwa. So sieht Brot nach 4 Wochen an der Luft aus, völlig durch und überwachsen von Schimmelpilzkulturen. Befallene Speisen werden ungenießbar, ja giftig. Doch eine Art des Schimmels wurde zu Schimmelpilz zerstörte die krankheitserregenden Bakterienkulturen. Sie starben ringförmig um den Pilz ab. Nach Wochen aus dem Urlaub zurückgekehrt, erkannte Fleming die Bedeutung des Geschehens. Das erste hochwirksame Antibiotikum der Welt war geboren. Aus dem Pilznamen Penicillium wurde Penicillin abgeleitet, das weltweit die Medizin revolutionierte. Alexander Fleming gelangte durch einen unscheinbaren Schimmelpilz zu Weltruhm. Im Jahre 1945 wurde ihm für die Entdeckung des Penicillins der Nobelpreis verliehen, ein Wirkstoff, der noch heute in zahllosen Antibiotika steckt. Doch nicht nur der Mensch zieht Nutzen aus den geheimnisvollen Eigenschaften der Pilze. In den tropischen Regenwäldern gibt es unzählige Lebensformen, die auf die eine oder andere Weise mit Pilzen in Berührung kommen. Doch diese komplizierten Wechselbeziehungen sind noch immer weitgehend unerforscht. Pilzfachleute, die Mykologen, nehmen an, dass erst 30% aller tropischen Arten entdeckt wurden. Relativ kleine Urwaldbewohner haben es im Laufe von Jahrmillionen zur wahren Meisterschaft im Umgang mit Pilzen gebracht, die sogenannten Blattschneiderameisen. 10.000-köpfige Heere von Arbeitern sind mit dem Transport von Blattteilen beschäftigt, die sie mit ihren scharfen Mundwerkzeugen gekonnt aus Pflanzen heraussäbeln.
Die grüne Fracht ist für den Untergrund bestimmt, denn im Verborgenen betreiben die Ameisen eine geheimnisvolle, riesige Pilzfarm. Das abgeerntete Blattwerk wird in die zahllosen Labyrinthgänge verfrachtet, als Düngemittel für den kultivierten Pilz. Bei genauer Betrachtung stellt sich heraus, dass der Pilz allgegenwärtig ist und das gesamte Bauwerk der Ameisen watteähnlich überzieht. Diese sozialen Insekten sind reine Selbstversorger, denn die unterirdisch angelegten Pilzgärten werden von den Tieren als Nahrungsgrundlage genutzt und ständig abgeweidet. Klumpen aus Pilzgewebe dienen als lebender Baustoff. So entsteht nach und nach ein komplexer Pilzkörper, ganz nach den Bauplänen der Blattschneiderameisen. Auch in den heimischen Wäldern gibt es absolut kuriose Arten, vor allem unter den Schleimpilzen. Sie durchlaufen mehrere Entwicklungsphasen und können sich faszinierenderweise sogar kriechend fortbewegen. Dabei wandern sie über totes Holz oder Blätter und verschlingen während dieser Beutezüge allerlei Bakterien. Obwohl Schleimpilze keinerlei Organe besitzen, bilden sie ein pulsierendes Aderngeflecht aus. Doch nur für eine gewisse Zeit. Sind Temperatur oder Feuchtigkeit nicht mehr nach ihrem Geschmack, verändern sie abermals ihr Aussehen und werden wieder zu einer kompakten Masse. Diese geheimnisvollen Wesen geben selbst Mykologen noch viele Rätsel auf. Wesentlich mehr weiß man hingegen über diese Waldbewohner. Sie sind seit Jahrhunderten bekannt, begehrt und sündhaft teuer. Trüffel. Auf den ersten Blick eher unansehnlich gelten sie wegen ihres außergewöhnlichen Geschmacks als der Edelkaviar unter den Pilzen. Die knolligen Fruchtkörper entwickeln sich unterirdisch im Waldboden. Obwohl man sie nicht sehen kann, gibt es aber sehr wohl Geschöpfe, die ihre genaue Lage riechen können. In den Kernländern der Trüffel, in Italien oder Frankreich, bedient man sich seit Jahrhunderten eines zahmen Hausschweins, das mittels sensibler Nase den exakten Wuchsort der unterirdischen Knolle anzeigt. Auf traditionellen Märkten wird seit Generationen die erschnüffelte Trüffelausbeute angeboten, verhandelt und auch verkauft. Was einst provinziell begann, ist heute auf dem Weltmarkt begehrt. Zieht der Herbst ins Land, ist die Trüffelsaison eröffnet. Oft schon kurz nach Sonnenaufgang werden die entsprechenden Regionen aufgesucht. Laubwälder mit Eichen, Pappeln, Haselnusssträuchern oder Buchen. Die Arbeit mit dem Trüffelschwein ist nichts für hektische Gemüter. Hier braucht gut Ding noch Weile, denn das intelligente Hausschwein weiß um seinen Status und lässt sich nicht drängen. Wo es im Boden verdächtig riecht, geht es besonders langsam voran. Doch es liegt am Schweineführer, den richtigen Moment zu erkennen, damit das Schwein nicht das frisst, wonach der Mensch sucht. Trüffel können je nach Art und Fundort von unterschiedlicher Größe und auch Qualität sein.
Die genaue Auswahl trifft man aber erst am Ende eines Sammeltages. Der Trüffelhund verdrängt das traditionelle Trüffelschwein zusehends. So wird heute etwa im Burgund der überwiegende Teil der Trüffelausbeute von sensiblen Hundenasen erschnüffelt. Die eingesetzten Mischlinge sind sehr leidenschaftlich bei ihrer Arbeit und teilen offensichtlich die Begeisterung der Sammler bei dieser speziellen Art der Jagd. Ein Stückchen Käse als Belohnung ist wichtig für den Hund. So ist er gut bei Laune zu halten und macht sich auf, den nächsten Edelpilz zu erschnüffeln für eine möglichst große Tagesausbeute. Eine Trüffel. Trüffel gehören zu den besten Speisepilzen. Aber wo gibt es die? In Frankreich, in Italien. Aber Sie werden sich wundern, es gibt sie auch in Österreich. Im Wienerwald, im Burgenland, in der Steiermark, in Kärnten, in Oberösterreich. Mykologen sagen uns, in Österreich gedeihen mehr als ein Dutzend verschiedene Trüffelarten. Aber wenn es sie schon gibt, wie findet man sie? Und das ist im Fall der Trüffel nicht einfach. Außer sie verfügen, wie Sie gesehen haben, über einen Trüffelhund oder ein Trüffelschwein. Doch die zählen bei uns eher zu den Raritäten. Aber es gibt auch Trüffelsammler, die sind ohne Hund und ohne Schwein dennoch erfolgreich. Und andere Trüffelspezialisten, die suchen nicht, die forschen. Und ihre Forschungsergebnisse lassen uns hoffen, dass wir vielleicht schon demnächst Trüffel auf dem eigenen Grund und Boden kultivieren und auch ernten können. Institut für Botanik in Wien. Hier ist die Trüffel seit langem ein Forschungsprojekt. Der Botaniker Alexander Urban ist der festen Überzeugung, die Königin der Pilze als Massenprodukt züchten zu können. Die Trüffel lebt, wie auch der Steinpilz, in Koexistenz mit den Feinwurzeln gewisser Baumarten. Die Kunst besteht nun darin, Jungbäume mit keimfähigem Material der Trüffel zu beimpfen. Das sieht natürlich einfacher aus, als es tatsächlich ist. Die Forschungen laufen seit vielen Jahren. Jetzt aber scheinen sich erste Erfolge abzuzeichnen. Hunderte Bäumchen sind beimpft und leben seit rund 2 Jahren unter optimalen Bedingungen im Glashaus. Die Entwicklungsfortschritte werden regelmäßig überprüft. Für die weitere Untersuchung muss das Erdreich völlig entfernt werden. Die mikroskopische Nachschau am Wurzelgeflecht wird zeigen, ob die Forschungen, die unter dem Motto Trüffelgarten stehen, auf dem richtigen Weg sind. Tatsächlich kann der Forscher verdickte, umwachsene Wurzeln nachweisen. Nach weiteren 3 bis 4 Jahren sollen sich die ersten Fruchtkörper bilden. Edle Trüffel aus österreichischen Trüffelgärten. Eine verlockende Zukunftsperspektive. Qualitativ mindere, aber dennoch geschätzt, ist die helle Mäandertrüffel. In heimischen Wäldern ist sie durchaus zu finden. Vorausgesetzt, man weiß, wie. Heftige Gewitterschauer überfordern meist die Aufnahmefähigkeit der Böden. Dabei kommt es neben der Erosion auch zum Auftauchen knolliger Gewächse. Walter Klofatsch durchsucht nach Regengüssen Hohlwegränder und meist wird er auch fündig, häufig in der Steiermark. Mäandertrüffel können zwar Kartoffelgröße überschreiten, ihr Marktwert bleibt dennoch bescheiden. Vor allem im Vergleich mit dem wohl teuersten Pilz der Welt, wo der Weg zurück ins Japan des Mittelalters führt.
Bereits im 11. Jahrhundert war es den Damen am kaiserlichen Hof verboten, den Pilznamen Matsutake auch nur auszusprechen. Der hauptsächlich in Kiefernwäldern vorkommende Pilz war schon vor Jahrhunderten hochbegehrt und legendenumwoben zugleich. Vor allem wegen seines Aussehens schrieb man ihm aphrodisierende Wirkungsweisen zu. Auf Deutsch heißt diese Art Krokodilsritterling, zu finden auch in Österreich, wenngleich nur selten. In Japan taucht das Motiv des Matsutake durch die Jahrhunderte immer wieder auf. Und bis heute wird er auch verschenkt. Allerdings nie an Frauen. Für ein möglichst identisches Pilzpaar sollen schon bis zu 10.000 Euro bezahlt worden sein. Doch ist er auch billiger zu haben, sparsam portioniert und in feine Scheiben geschnitten. Also da habe ich doch einige hervorragende Speisepilze gefunden. Pilze suchen, Pilze finden ist ein großes Vergnügen. Man kann sie natürlich auch kaufen, aber sie sind meist nicht billig. Allerdings keiner unserer Pilze ist so teuer wie diese Japaner, der Matsutake, dieser Krokodilsritterling. Lange Zeit hat man nicht gewusst, woher die Pilze kommen. Heute wissen wir, sie kommen aus einem Myzel, aus einem unscheinbaren Geflecht aus weißen Fäden. Aber diese weißen Fäden vernetzen oft ganze Landstriche, ja Kontinente. Und in Wirklichkeit bilden sie das komplexeste Ökosystem der Welt. Ein lebendes Internet. Modernste Forschungsergebnisse des 21. Jahrhunderts bestätigen im Grunde, was Naturvölker schon vor Generationen ahnten. Denn eine sibirische Legende erzählt, in Bäumen, Auen und Wäldern lebt eine uralte geheimnisvolle Kraft. Es ist der Geist der Pilze.